Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der DKB Handball Bundesliga am ersten Spieltag der Rhein-Neckar-Löwen gegen den SC Magdeburg. Kurz in den Fakten: Endstand 24:23. 5.571 Zuschauer haben das Spiel in der SAP Arena in Mannheim gesehen. Hier oben auf dem Podium begrüße ich ganz recht herzlich unseren Gästetrainer Kaja Svensson, den Geschäftsführer vom SC Magdeburg, Marc-Hendrik Schmidt, und auf Löwenseite unser Trainer Nikolai Jakobsen und unser zukünftiger Geschäftsführer Lars Lamadi. Ich erwähne vorher ganz kurz, wir kümmern uns zuerst um das Sportliche und dann um eventuelle Fragen um Herrn Lamadi. Also als erstes bitte das Statement des Gästetrainers. Herr Svensson, wie haben Sie Ihre Mannschaft heute gesehen? Also erstens möchte ich die Löwen also zum Sieg gratulieren. Ja, also ich bin ganz ernst. Also was kann man eigentlich sagen nach so einer Niederlage? Es tut einfach weh. Also ich bin ganz stolz auf meine Mannschaft. Sie haben also ganz gut gekämpft, also ganz gut gespielt. Aber leider ist das so im Handball. Also das kann passieren. Leider haben wir keinen Punkt gekriegt. Aber für mich war das klar so. Mindestens hätte wir einen Punkt verdient. Achso, Dankeschön. Entschuldigung. Dann bitte das Statement vom Geschäftsführer des SC Magdeburg, Herr Schmidt. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an die Rhein-Neckar-Löwen. Wir sind natürlich enttäuscht. Ich glaube, unsere Mannschaft hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, sehr engagiert. Ich glaube, wir haben gekämpft. Ich darf das mal heute sagen, wie die Schweine. Sind am Ende nicht belohnt worden. Aber ich glaube, dass uns das Mut machen darf für die kommenden Aufgaben. Wie gesagt, wir können stolz auf unsere Mannschaft sein. Das Einzige, was heute nicht gepasst hat, ist das Ergebnis. Und insofern müssen wir das jetzt schnell aus den Kleidern schütteln und uns auf die Heimaufgabe gegen Erlangen vorbereiten. Dankeschön. Dann das erste Statement nach dem Heimspiel unseres neuen Trainers, Nikolai Jakobsen. Bist du zufrieden mit deinem Team heute? Nein, bin ich nicht. Ich bin zufrieden mit die zwei Punkte, wie die beiden Herren sagt auch. Dann haben Magdeburg in 52 Minuten besser gespielt als wir. Zum Schluss haben wir einen guten Torhüter gehabt. Magdeburg hat uns ein paar leichte Gegentore zugelassen mit ein paar Fehlern im Angriff, so dass wir schnell im Spiel schnell wieder zurückkamen, wo wir drei Tore zurück waren. Aber man sieht, dass heute dass viel Arbeit vor uns liegt noch. Und heute war das ein glücklicher Sieg für uns. Eigentlich hätte Magdeburg auch ein oder zwei Punkte mit nach Hause nehmen können. Aber zum Schluss haben wir dann ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber ich habe das auch vor dem Spiel gesagt und ich werde das nochmal sagen. Diese Magdeburger Mannschaft werden viele Mannschaften ärgern dieses Jahr. Ich finde, die haben eine richtig gute Mannschaft und die werden ganz oben mitspielen. Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön, Nikolai. Dann kommen wir zum Statement unseres zukünftigen Geschäftsführers, Lars Lamadi. Wie haben Sie das Spiel gesehen heute? Ja, ich bin natürlich auch überglücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben, gerade wenn man die Ergebnisse des gestrigen Tages sich angeschaut hat. Ich glaube, da wären einige froh gewesen. Sie könnten das sagen, dass sie gewonnen haben. Gratulation an Magdeburg auch für ein tolles Spiel. Ich glaube, die ganze Halle hat sich nicht so schwer vorgestellt, wie sie es uns gemacht haben. Aber unsere Mannschaft auch riesengroßes Kompliment, Nikolai, an deine Jungs. Sie haben fantastisch gekämpft und am Schluss dann, glaube ich, auch mit etwas Glück, keine Frage, aber dann auch am Ende verdient gewonnen, weil wir die ganze Zeit uns bemüht haben, nie aufgegeben haben und es sah ja wirklich bis 50. Minute nicht so gut aus, aber das zeichnet dann auch den tollen Charakter unserer aktuellen Mannschaft aus, dass sie nach wie vor da auch noch bis zum Ende dagegen hält und sich dann die zwei Punkte auch verdient gewonnen hat. Dankeschön. Gibt es Fragen zum Sportlichen, also zu dem Spiel heute gegen Magdeburg von Ihnen? Das scheint nicht der Fall zu haben. Dann würde ich gerne noch mal das Wort übergeben ab 1. September an unseren neuen Geschäftsführer, an Herrn Lamadi. Ja, ich freue mich, die Aufgabe übernommen zu haben. Vielen Dank an den Aufsichtsrat, der mir das Vertrauen ausgesprochen hat, dem ich ja auch immer noch angehöre, aber dann ab 1.9. Ich glaube, wir haben eine tolle Truppe zusammen, eine tolle Moral und ich werde alles dafür tun, was in der von Seiten des Geschäftsführers natürlich, um die Löwen weiterhin erfolgreich zu halten. Wir haben ganz klare Ziele, auch mit Nikolai
abgesprochen. Letztes Jahr sind wir um Haaresbreite an der Meisterschaft vorbeigeschrammt und dementsprechend wollen wir natürlich wieder weit vorne mitspielen. Alles andere wäre jetzt als Ziel auch unglaubwürdig. Wir haben eine starke Mannschaft zusammen und wie weit es dann im Endeffekt nach vorne reichen wird, das wird man sehen. Immerhin haben wir jetzt schon mal 2 Punkte Vorsprung vor dem THW Kiel. Hätten wir wahrscheinlich vor dem ersten Spieltag so vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Wir sind guten Mutes, werden das mit der Geschäftsstelle, auch insbesondere mit IMG, in aller Ruhe drangehen, konzentriert arbeiten und weiterhin hier erfolgreichen Handball in der SAP Arena zu spielen. Dankeschön. Hat jemand von Ihnen, von der Presse, Fragen an unseren zukünftigen Geschäftsführer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich Dankeschön an alle Beteiligten, wünsche vor allen Dingen unseren Magdeburger Gästen einen guten Nachhauseweg und wünsche Ihnen einen schönen Restsonntag. Danke, tschüss.